So, willkommen zurück, neue Folge. Wir sind mal wieder bei Björn in Dortmund. Wir kümmern uns heute um Björns neue Halle. Ja, das wäre was. Nein, wir stehen in Björns neue Halle. Wir hatten ja schon öfter gesagt, Björn zieht um. Deswegen ging es jetzt auch erstmal noch mal ein bisschen zügiger, jetzt aber erstmal schleppender voran. Ja, jetzt fängt es an, fangen wir an mit den Maschinen rüberzuholen. So, wir sind, können wir schon sagen, wo du bist? Ja, ist egal, ne? Ja, ich bin noch am gleichen Standort, nur in die kleine Halle rübergezogen. Genau, gleicher Standort, einfach nur einmal über den Hof rüber. Da hat sich Björn jetzt eine schöne neue Halle mit Fußbodenheizung fertig gemacht. Schön hell ist es hier. Und ändert sich eigentlich irgendwas oder ist es einfach nur schöner, neuer und praktischer? Genau, kann man genauso auf den Punkt bringen, das ist der Unterschied. Okay. Die Halle ist übrigens nicht neu. In der Halle hat mein Vater vor über 50 Jahren angefangen. War ein Kriegsgefangenenlager, sah mal früher ganz anders aus. Und hier standen sogar früher die Maschinen vor 30, 40 Jahren. Dann hat er ja die Großhalle gebaut, die ihr alle kennt. Und weil ich ja kein Kfz und nicht so viel mache, bin ich wieder zurück in die kleinere. Also ich kenne auf jeden Fall von der Halle hier, glaube ich, auch schon mindestens ein, zwei Umbauvarianten mittlerweile, ne? Dann war eher zwischendrin mal drin. Das stimmt. Dann ja, Daniel genau. Dann hier genau. Mal drin. Ja, und jetzt wohne ich hier und habe direkt meine Halle hier und die Großhalle also ist vermietet. Er wohnt nicht in der Halle, keine Angst. Ne? Nein, das tue ich nicht. meine Großhalle ist vermietet. Ihr wisst es wahrscheinlich schon überall. Jetzt, wer drin ist, auf jeden Fall. Können wir jetzt zur Sekunde noch nicht sagen, weil unser Video wahrscheinlich vorher kommt. Ja, deswegen. Okay. ja, werdet aber bald erfahren. Und das heißt, Plan ist hier einfach Maschinen neu aufstellen. Genau. Wahrscheinlich ein bisschen aus Erfahrung, ein bisschen geordneter aufstellen, so wie du sie brauchst. Ne, das war schon sehr gut so. War schon gut so. Ja, viele fragen mich, diese Halle ist doch viel, viel kleiner. Aber dieser Bereich, wo wir drinstehen, ist genau gleich groß wie die Maschinenstraße in meiner alten Halle. Das heißt, es ändert sich fast nichts. Einzig, ich habe nicht so viele Lagermöglichkeiten für irgendwelche Projekte. Das bedeutet für dich zum Beispiel immer nur ein Projekt gleichzeitig hier machen. Björn, nicht 18. Björn weiter. Weiß noch nicht, ich habe einen Container mitgebracht, ja. Den laden wir gleich hinter der Halle ab, da können wir alles reinpacken. Und du hast endlich ein bisschen Tageslicht. Das stimmt. Von oben die Lichtkuppeln sehr gut, von draußen, ja. Nein. Und das erste, was ich hier gemacht habe, war, weil er will ja fahren. Das heißt, wir haben den Motorenbau schon aufgebaut. Das geht ja relativ einfach und da können wir gleich rübergehen. Genau, wir haben ein bisschen Druck gemacht. Wie man sieht, kommt die Sonne raus und genau deswegen gehen wir jetzt rüber und machen das Übliche wie immer. Wir brauchen einen Motor wieder zusammen. Da ist es wieder soweit. Wir bauen meinen Block zusammen, den gebüchsten. Gebüchsten, ja. Sorry, ja. Sagen wir Büchsen. Das sind eigentlich Buchsen, wie uns beigebracht wurde. Wussten wir natürlich vorher auch, aber gebüchst klingt einfach cooler. Finde ich zumindest. Sag doch noch einmal noch mal ganz kurz, vielleicht gibt es ja doch einen Zuschauer, der jetzt das erste Mal zuguckt. Ja. Was haben wir über den Winter gemacht? Wir haben den Motor, da der Riss in dem Zylinder drin war, haben wir die Zylinder komplett ausgebohrt und 6 Buchsen eingesetzt. Die sieht man fast gar nicht so, aber die wurden einfach eingesetzt, wieder gebohrt, gehont auf das Maß und der Rest des Motors war ja relativ gut in Schuss. Dafür haben wir an dem Kolben und Pleuel nur die Pleuelbuchsen erneuert, weil die wieder ausgeschlagen war, wegen zu viel Ladedruck. Und die Kolben gingen nach Picotec zum Neubeschichten, weil die waren ja durch die enorme Hitzedruck ein bisschen eingelaufen. Sonst alles haben wir alt gelassen. Das war das letzte Video, glaube ich, ne? Das war das letzte, genau. Wo wir die Buchsen neu gemacht haben, genau. Da sind jetzt wieder neue Buchsen drin. Hast du jetzt hoffentlich versetzt, dass mehr ja. Verdichtung? Ja, nein. Weniger. Und die alten Kolben, ja. Die einfach nur neu beschichtet sind. Genau. Kolbenringe neu. Kolbenringe sind neu, Kolbenring-Stoßspiel habe ich schon angepasst. Das macht man eigentlich immer bei neuen Zylindern, also die Oberfläche, neue Ringe. Das habe ich schon gemacht. Du hast neue Pro-Series-Bolzen mitgebracht, dass wir von ALP auf Pro-Series wechseln bei den Hauptlagern. Welle habe ich auf Schlag geprüft. War Ast rein, war nichts dran, Maße waren auch alles in Ordnung. Wir haben vorsorglich die Pleuellager erneuert und die Hauptlager sind wegen, weil nichts dran ist, die alten da reingepackt. Pleuellager dieselben wie vorher? Also dieselben wie vorher. Die gleichen, nur der neue. Genau. Bleibt alles. Genau. Okay. Ändern wir sonst noch irgendwas? Nö. Nein? Bleibt alles so. Hier bleibt eigentlich alles gleich, weil der Test soll zeigen, ob die das andere Material der Buchsen eine Ladedrücke aushält. Und dazu musst du einfach eben von der Zündung zurückgehen, weil egal wie stabil es ist, die Zündung überlastet den Kolben.
Da hatte ich eine Diskussion zu, die können wir vielleicht nochmal aufgreifen. Glaubst du, dass mit weniger Zündung die Temperatur im Brennraum mehr oder weniger wird? Weniger. Weniger? Weniger. Mehr Abgastemperatur, weniger Temperatur im Brennraum. Okay, dann war meine Philosophie doch richtig. So hätte ich es nämlich auch gedacht. Ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht vom Zündwinkel her sogar schon zu früh waren. Ja. Dass wir vielleicht schon über dem optimalen Zeitpunkt drüber waren. Auf jeden Fall. Und man das, glaube ich, so grob so erklären kann, dass das gegen die eigentliche Verbrennung der Kolben noch weiter hochgegangen ist und die Verbrennung nochmal wieder komprimiert hat. Genau, durch Komprimierung entsteht ja noch mehr Temperatur. Das heißt, du hast früher gezündet, früher war die Flammfront dort und dann hast du noch zusammengedrückt das Ganze, so hast du sehr, sehr viel Temperatur produziert, die hauptsächlich in den Kopf und in den Kolben reinging. Die Abgastemperatur war wahrscheinlich in Ordnung, weil die ganze Temperatur musste vorher schon im Motor los sich abführen. Was würdest du empfehlen als Anfangswert? Wie viel Grad weniger? Wenn ich jetzt 10 Grad sage, sagst du, das geht doch nicht, das ist doch unmöglich. 10 Grad. Echt? Ja. Wieso? Ich hätte jetzt so mit 3 bis 5 angefangen. Wusste ich das. Und nachher schreibt er mir, ja, ich habe 1,5 Grad zurückgemacht, jetzt läuft's gut. Ja, aber 3 oben drauf gelegt. Ja, ja. Der lebt so gut jetzt. Ne? Nein, okay, also irgendwas zwischen 5 und 10 Grad. So. Müssen wir auf den Prüfstand am besten gucken. Ne? Was genau, macht, wobei, ne? Mach es, übertreib es nicht, weil der Test soll ja sein, ob die Buchsen es aushalten. Mhm. Nicht, dass ein Kolben aufgibt, nee, klar, bevor wir wissen, ob das wird. Ja, ja. Ja. Okay. Dann machst du einfach ein bisschen mehr Ladedruck. Versuche ich. Ja. Haben jetzt ja neue Ladeluftkühler, weniger Gegendruck. Das heißt, eigentlich müsste da schon mal ein bisschen mehr kommen. Ja. Also ein bisschen mehr ankommen im Motor, um so zu sagen. Du musst mit dem Motor erstmal fahren, bis das hier alles steht. Also mach ihn nicht kaputt. Und dann, wenn es funktioniert, dann bauen wir zeitgleich den Race-Motor, wo wir die Erkenntnisse hier reinfließen lassen. Und dann können wir uns überlegen, was wir mit Verdichtung, Zündung, Sprit und so weiter machen. Würdest du den Race-Motor provisorisch dann auch schon gleich buchsen oder ohne Testen? Das ist eine Frage. Das ist wirklich Du wirst wahrscheinlich erst beantworten können, ob das hier läuft oder nicht. Genau, also ich würde den Block jetzt nicht sofort aufbohren. Ja. Wenn du ihn heute mitnimmst, wann läuft er? Ja, da ich ja eigentlich nichts anpassen muss, sondern das Ding nur zusammenstecke. Ja. Ja, nächste Woche. Ja, und dann Prüfstand und dann wissen wir es. So, ne? Ja. Problem ist natürlich Wetter. Ne? Aktuell ist das Wetter natürlich gut, aber ich würde jetzt auch nicht bei... Aber bedenke, wenn es nicht funktioniert, übertreib nicht, fahr damit locker in Low Boost, wenn das kannst. Weil es wird ganz schön dauern, bis die Maschinen wieder stehen. Und ich habe eine Menge Kunden vertröstet wegen unserer Umbausache, die muss ich auch entfernen. Ja. Aber ja, das Ding wird halten. Bestimmt. Ja. Ja. Gut, jetzt fangen wir an. Ich mache 3 Grad weniger Zündung, wenn wir Zeit haben. Ja. Ich fange an mit Montieren. Ihr guckt einfach zu. Falls du irgendwas Interessantes siehst, einfach schreien. Du. Oder ich baue einfach. Genau, du baust, ich stelle die Fragen. Gut, okay. So, damit ihr seht, dass wir hier nicht schummeln, sind tatsächlich die alten Lagerschalen. Hier sieht man noch so ein bisschen was. Das bleibt wirklich alles alt. Und jetzt habt ihr nämlich auch noch einmal, das letzte Mal, freien Blick auf die Buchsen von innen. Sieht schon witzig aus, ne? Ja, das stimmt. So, gehen wir aus dem Weg. Jetzt kommt die Welle rein. Die geht auch immer nur in eine Position rein. Wegen den... Was geht die nur in einer Position? Eine Position wegen den Ausgleichsgewichten. Ja, wenn die so einfach macht, die Klong, 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 geht nicht. Deswegen muss man in eine Position ranlegen. Okay. Aber ja. Letzte Stufe, 130 Newtonmeter. Mal gucken, ob sie halten. Geht gut.
Ah, brauchst heute gar nicht mehr pumpen gehen. So, alle angezogen, aber die Kontrolle, die alle einmal nochmal nach. Nicht, dass du wieder so viel gequatscht hast und ich eine Schraube vergessen habe. Aber das kam mir eigentlich noch nie vor. Bitte kommentiert das. Gut, Kurbelwelle ist drin. Letzter ganz wichtiger Test. Ach, geht. Welle dreht sich. Jetzt können wir anfangen, Kolben auf Pleuel zu packen. Mhm. Noch Fragen? Viele Motoren, da machst du ja irgendwann so eine Versteifungsplatte drunter. Ja. Das heißt, Lagerböcke zusammen mit einer Platte, die das Ganze unten nochmal zusammenhält. Meinst du, ist das bei mir auch irgendwann notwendig oder findest du die Konstruktion von dem V6 so gut, dass es gar nicht notwendig ist? Eigentlich glaube ich, es ist fast nicht notwendig, weil er ist vierfach verschraubt pro Bock. Zusätzlich sind die inneren, die hochbelasteten, von der Seite verschraubt. Einfach nur mal auf gut Glück das zu machen, würde ich nicht machen, weil damit haben wir viele andere Probleme mit Ölpumpe passt nicht, das passt nicht und so weiter. Deswegen, wenn der letzte Schwachpunkt die Zylinder waren und wenn wir das damit in den Griff bekommen und irgendwann die Kurbelwelle unten rausfliegt, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen. Aber da hattest du bisher noch rein gar kein Anzeichen. Also weder irgendwie, dass die Welle einen Schlag hatte, noch Lager und so weiter. Nein, mit dem Wechsel von den Originalschrauben auf ARP und jetzt mit der Version und den Stahlböcken, die wir verbauen, war nichts zu erkennen, dass sich irgendwie ein Bock zusammenzog von der Last von unten, weil die Welle, müsst ihr euch vorstellen, die drückt ja in die Richtung, weil der Motor ist ja gerade auf dem Kopf. Bei normalen Böcken fangen die an, dass die Böcke dann sich so wegdrücken und irgendwann in dem Block wackeln, weil sie sich langgezogen haben. Und das haben wir hierbei noch nicht gehabt. Aber Böcke von The Tuner auf jeden Fall notwendig bei der Leistung. Ja. Okay. Ich würde es auf jeden Fall nehmen. Sie lassen sich super bearbeiten. Hast du nicht mal letztens gesagt, du hast noch einen RS4-Block ohne Böcke? Ja. Kann man wunderbar damit retten. Mhm. Okay. Ja. Weiter geht's. So, Kolben sind auf Pleuel drauf, fertig sind die Ringe sind fertig eingeölt. Jetzt der letzte Schritt, mein Lieblingsschritt, das First Loop Öl, mein Honigöl. Es kommt auf den Lagerschalen drauf und dann geht es ab in den Motor rein. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ja? Wo denn? Ich habe doch neulich deinen Lieblingsmotor drin gemacht. Ach so, ja, kannst du machen. War in Kolbenring heile geblieben? Ja, hoffe, ne? Du wirst du merken, wenn ich dich in zwei Wochen anrufe, dass das Ding Öl verbraucht. Aber, nur, aber beim Einbau nicht? Dein erster VR6? Den ersten VR6 habe ich noch im Fingernägeln gemacht. Das war, okay. Und das Resultat daraus war, dass die Kolben gebrochen waren. Ach, woran das jetzt lag, ist eine andere Sache, aber mit deinem abgeschrägten, schrägen Spannband hat es auf jeden Fall deutlich besser funktioniert. Mhm, das brauche ich jetzt wieder. Brauchst du wieder? Ja, ich will jetzt so gerne VR6 und so weiter machen. Scherz. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht. Ich habe am. Vielleicht. Gucken. So, da musst du gerade echt überlegen, ob du das jetzt ernst meinst. Ich. Ja, einen muss ich auf jeden Fall noch zusammenbauen. Aber du hast es wirklich geschafft, ohne dass das bei dieser Aktion der Kolben und so wegflog? Ja, da gibt es sogar ein Video von. Ich habe es allerdings nicht alleine gemacht, sonst zum zweiten Mal. Hätte ich nicht gedacht, dass du das schaffst. Ich habe das runtergedrückt und gehalten und Marius hat ganz leicht gemacht. Ich würde sagen, die jahrelange hier, Erfahrung hier bei mir und das zeigen, hat dann doch irgendwann mal was bewirkt. Eigentlich bin ich ja auch schon ausgebildeter Motorenbauer. Motorenbauer, genau. Ja. Mit Berufsschullehrer Björn Pieper. Ich mache jede Pleuelstange einzeln. Wieder das grüne schöne Öl an das Gewinde. Du nimmst Paste meistens, ich nehme Öl. Mhm.
Außer an Köpfen, dann nimmst du die Paste, ne? Außer an Köpfen. Nimmst du das nur an den RS4-Köpfen oder auch an anderen Köpfen? Ich baue doch keine Köpfe außer deinem. Und wenn du sie machen würdest? Dann würde ich immer ARP-Paste, beziehungsweise deine Paste nehmen. Okay, also hat nichts mit dem Kopf von der Mutter zu tun, sondern am Kopf generell halt. Genau. Und so richtig erklären kann ich dir auch nicht. Na, macht ja nichts. Hier, doch, ein bisschen schon. Hier kann ich jetzt mit Stretch-Uhr messen. Mhm. Im Kopf kann ich das nicht messen. Verstehe. Erklär doch mal kurz. Pass das auf, ich pack mal einmal die Uhr aus. Wir brauchen das heute nicht machen, weil wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht. Es gibt aber diese schöne Uhr. Was würdest du theoretisch jetzt beim Anziehen mit dieser Uhr machen? Ich würde sie jetzt nullen, die Uhr, und dann mit einem ersten Drehmoment anfangen. In dem Fall wären es 80 Newtonmeter. Mhm. Und würde messen, wie lang sich die Schraube gedehnt hat. Und es muss ein gewisser Wert erreicht werden. Notfalls würde ich, wenn es auch nicht reicht, der Stretch würde ich einfach ein bisschen weiter drehen. Und zwar dann nicht mit dem Drehmomentschlüssel, sondern einfach nach Gefühl immer ein bisschen und dann gucken, das heißt, den Stretch erreicht haben. Den Anzugsdrehmomentwert, der ist eigentlich gar nicht aussagekräftig, sondern eigentlich willst du eine gewisse Vorspannung von der Schraube haben. Genau. Durch deine alten Messungen weißt du jetzt aber, dass du die mit 82 Newtonmeter siehst. Machen wir 82? Nein, ich werde sie messen. Ich muss sie messen, weil es ist immer ein bisschen mehr Öl, ein bisschen weniger Öl und schon ist der Stretch beim gleichen Drehmoment auf einmal doch unterschiedlich. Okay. Deswegen, die Pleuelschraube ist so die wichtigste Schraube, weil sie ja sich ja noch relativ viel bewegt und ja, ohne Pleuelschraube läuft der Motor nicht so gut. Deswegen. Ja, dann habe ich die letzten Male doch nicht so gut aufgepasst, ne? Ja. Aber du misst jede einzelne Schraube oder nur eine? Jede einzelne Schraube. Ich habe das immer gemacht. Ja. Du standst irgendwo und warst wie ein Azubi eben, Handy in der Tasche oder mit dem Handy zugange. Das war wahrscheinlich gemacht. Ja. Okay, scheiße. Ich hätte schwören können, wir haben immer nur eins durchgemessen und die anderen hast du dann einfach so angezogen. Nein, ich habe das erste Mal gemessen natürlich und das Drehmoment gemerkt, damit die nächsten schon mal nah rankommen. Ich habe mit 70 Newtonmeter angefangen und geguckt, wie viel brauche ich, und danach bin ich dann bei 80, 82 gelandet, aber nur als Drehmoment um die maximale. Ich darf ja nicht zu viel dehnen, das wäre ja nicht gut für die Schraube. Okay, dann habe ich euch gerade etwas vorweggenommen, dann kommt das Thema gleich eh noch. Geil wäre für dich doch eigentlich so ein Stimmbänder so. Du drehst doch viel schneller so. Mit dem Drehding. Ich muss ja nur richtig einhängen. Ja. Und schon kann ich das drehen und geht doch. Oder jetzt mit Köpfen wird es was anderes sein, aber das mache ich ja normalerweise nicht. Hier können wir nochmal einmal stoppen, bevor du es draufsteckst. Wieso? Sag doch bitte, erklär doch mal bitte einmal den Zuschauern, welche Version von Pleuel dir lieber ist. Die mit einem Stift zur Zentrierung oder eine mit einer Hülse? Ui. Oder egal. Es ist zentriert. Fast egal, aber bei einem RS4 kann man nur die mit der Stiftversion benutzen, damit man 3/8 Zoll Schrauben nehmen kann. Weil du weißt es vom, jetzt bist du Experte, vom VR6 R32. VR6 hat 5/16 M8-Stahl und R32 durch die größere Zylinder hat 3/8 M10-Stahl. Und es würde aber mit der Hülse nicht passen. Björn meint damit, wenn jetzt hier noch eine Zentrierhülse um das Gewinde, um die Bohrung rum wäre, dann sieht er ja so schon, das ist ja so schon schweineeng zur Pleuellagerschale. Das kriegt man bei der Bohrung einfach nicht rein. Deswegen, wenn du es breiter machst, wird eine dicke Schraube passen, eine Hülse passen, aber es passt nicht mehr durch den Zylinder. Hat Autoverdi nur diese Variante oder gibt Autoverdi es auch? Macht es nur so. So, alle Kolben sind drin. Jetzt muss ich nur noch die Pleuelschrauben anziehen. Sie sind gerade handfest. Dafür kommt jetzt diese Pleuelschraubenuhr. Brauchst du Hilfe? Nee. Nein. Ich baue die ein. Hup. Stehe die auf Null. Das war. So, haben wir auf Null gestellt. Das ist eine Zollangabe leider. Und keine metrische Angabe. Ich brauche dort
gewissen Stretch. Ich fange an mit 70 Newtonmeter und messe, wie viel die Schraube länger geworden ist. Sie ist 4,5 ungefähr. Das reicht noch nicht. Wir brauchen 5,5 bis 6. Ich drehe den Dreh meinen Schlüssel höher, aber wahrscheinlich wird er knacken sofort. Ne, geht noch. So, ein bisschen weiter gedreht. Ja, 5 habe ich jetzt. Ein bisschen weiter, müssen auf 5,5 kommen. Haben wir. 5,5. Jetzt fange ich also an, alle Schrauben zu nullen mit 80 Newtonmeter und gucken, ob ich schon soweit bin oder ob ich noch ein bisschen nachziehen muss. Ja. Kurze Expertenmeinung zwischendrin. Ölpumpe, nur ein paar Einschläge sieht man schon. Ja. Ist das schon schlimm oder wie schätzt du sowas ein? Nein, das ist eine TDI-Pumpe, ja, eine umgebaut, die hat so viel Fördervolumen, da ist da so ein bisschen, was dann durchkommt, nicht schlimm. Ist egal. Ja. Wichtiger ist wahrscheinlich eher auch diese Flächen und so, ne? Oh, sieht doch gut aus, da außen. Auch immer ganz wichtig. Björn zerlegt jedes Mal, bevor wir den Motor zusammenbauen, die Ölpumpe einmal, guckt da einmal rein. Hast du das Regelventil ausgebaut schon? Nein, das kommt besser. Das musst du machen. Für noch mehr Öldruck, meinst du? Nein, Öldruck ist genug, aber bau das auseinander, weil wir müssen sehen, ob das Ventil sich noch frei bewegen lässt. Mhm. Weil da sind ja so kleine Partikel reingefallen, Metallpartikel, woher auch immer. Mhm. Und die haben so kleine Einschüsse gemacht. Mhm. Und wir müssen aber gucken, dass das Regelventil nicht festklemmt. Wobei die Pumpe auch mittlerweile schon ein bisschen älter ist, ne? Ja, das kann sein. Ein, zwei Jahre haben wir die bestimmt schon drin. Jo. Aber ich guck mal rein. So, jetzt kommt ein neues Gesicht ins Bild. Und zwar, das ist Daniel. Hi. Daniel ist heute der Beauftragte für unsere schönen Ringe. Ja. Das macht normalerweise Björn extrem gerne. Ja. Oder du. Wir sind beide sehr hibbelig, deswegen übergeben wir das jetzt mal einmal. Da hat Daniel die ruhige Hand für. Mhm. Viel Spaß. Und ich gucke ganz genau hin, damit er noch nervöser ist hier. Hm? Was? Du, das ist nicht so tragisch. Meinst du eigentlich, man kann die nochmal nehmen? Du hast sie doch schon nochmal genommen. Ja, passen sie nicht rein? Habe ich falsche Nuten gemacht? Bitte was? Passen sie nicht rein? Habe ich die Nuten falsch gemacht? Der gefällt mir gerade nicht. Ich habe zwar nochmal wieder einen Kopf drauf gesteckt. Ja. Das lief auch. Ja. Aber wir haben nicht gefahren. Also. Okay, ach so. Also, das sah immer so aus, als ob es sehr, sehr weit rausguckte. Mhm. Noch im gebrauchten Zustand, so gehe ich von aus, dass man sie wirklich noch zweimal notfalls nutzen kann. Wir hatten jetzt den Durchmesser von der Lute, der ist der gleiche gewesen. Der gleiche, immer das gleiche. Ja, wegen der Kopfdichte. Und dass wir genau an der richtigen Stelle das Ganze, die Kopfdichte und dort extra Druck drauf geben. Mhm. Theoretisch spannt ja sogar dann jetzt dieser Kupferring unsere Buchse auch nochmal vor, ne? Beim Zusammenziehen. Da gebe ich dir recht. Ja. Fällt mir da aber jetzt so gerade. Ja, aber der ganze Kopf spannt das ja vor. Ja, aber das ist ja noch mal mehr. Tja, eigentlich total mühselig, diese Ringe reinzumachen, ne? Aber der Effekt war ja schon echt bombastisch, ne? Das stimmt, auf jeden Fall. Die Köpfe da wieder, wenn wir die gleich nehmen, da ist ja nichts dran. Ein bisschen lang, Daniel. Klar. Ja, der erste ist immer der schwierigste. Was? Bei mir ist ja immer die Ausschussrate ungefähr von 6 Ringen, 1, 2 mache ich zu kurz. Weißt du noch das erste Mal, wo wir gemacht haben? Ich weiß nicht. Hatten wir das live gemacht, die ganzen Sachen, oder in die Kupferringe rein? Und ich glaube, live hatten wir es nicht gemacht. Aber ich weiß, wir haben auf jeden Fall Stunden drüber gegrübelt. Wie, wo, was und so weiter. War nicht Marius auch dabei? Der auch immer. Der ist in Hannover der Beauftragte dafür, das zu machen. Achso, ja. Egal. Das so vermehrt jetzt schon. Egal, der ist ja auch so ein bisschen Karosseriebauer und so weiter. Ja. Ne? Der dengelt gerne. Das heißt, egal wo Ringe eingesetzt werden, ist Marius immer zu Ort und Stelle. Er kann noch. Lieber aber mehr als zweimal zu wenig, ne? Hm.
wie das mit dem Honen. Ne? Also jetzt sind wir beide angesprochen, dass wir nicht so viel quatschen sollen, weil Daniel wird sonst auch zu nervös. Konnten wir eigentlich schon mal was sehen, dass er durch die Öffnung durchpfeift? Nein, definitiv nein. Kein bisschen. Das hat mich wirklich gewundert, aber nichts, nicht ansatzweise. Mhm. Noch niemals so einen halben Millimeter schwarzen Strich. Mhm. Gab es einfach nicht. Ja, ist eben das Gute, dass dieser weiche Kupferdraht einfach sich komplett gleichmäßig runterdrückt und es ist ja eher so plastisch, der, mhm, der drückt sich ja nochmal zusammen. Mhm. Ja, hat er. Doch. Ja, das gefällt mir. Ja, nur ein bisschen tiefer, aber. Der haut immer Tag ab, ne? Ich hau immer volle Kanne drauf. Ready to. Passt gut! Super! Oh, unsere Beschichtung hält diesmal auch ganz gut, ne? Ja. Diese kleinen. Ja? So diese kleinen Löchlein, die man hier so ein bisschen sieht. Klingeln vielleicht. Meinst du, das ist ein bisschen klingeln oder ist da vielleicht schon wieder irgendwas ein bisschen durchgeflogen? Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß ich einfach nicht. Gut. Dann macht jetzt Daniel die restlichen und danach können wir weiter Ölpumpe und so weiter. Köpfe drauf. So, ihr habt jetzt gerade in Zeitraffer gesehen, wie wir den Block soweit zusammengebaut haben. Jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, ein letztes Mal auf unsere neuen Buchsen zu gucken. Björn, guckst du dir nochmal an? Ja. Hoffentlich sind sie beim Zerlegen irgendwann mal immer noch so. Ja. Man sieht es wirklich fast gar nicht, ne? Ne, das stimmt. Daniel hat die Ringe reingemacht, sehen gut aus. Sieht schon krass aus, ja. Und jetzt können wir anfangen mit Kopf drauf. Das so. Schöne ist, die Köpfe sind ja schon fertig montiert, die haben wir einfach nur runtergenommen. Genau. Habe ich einfach nur sauber gemacht. Köpfe, wie gesagt, wurde rein gar nichts dran gemacht, 1:1 so geblieben. Einfach nur einmal Dichtfläche gereinigt, einmal Köpfe ausgespült, weiter geht's, ne? Genau. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Möchtest du erst Kopf drauf, dann Bolzen oder Bolzen, dann Kopf? Ach. Oder zwei Bolzen, Kopf drauf? Ich meine, eigentlich kriegen wir es auch zu weit zurück. Ich würde sagen, wir machen Kopf jetzt da drauf und dann die Bolzen rein. So, ist das der richtige? Richtige Dreher? Ja. Das könnte richtig sein, ne? So. Guckst du so? Wasserrohr kommt wann? Auf der anderen Seite vorher, so geht. Mhm, zu mir hin. Ja. Drauf! Gut. So, jetzt. Ja, was? Ziehen wir als nächstes die Köpfe an. Genau. Dafür, das haben wir komplett vorbereitet, müssen noch die Bolzen oben einschmieren, mhm, die Gewinde. Hier pinsel ich eigentlich immer nur die Gewindegänge komplett einmal voll. Kurze Zwischenansage. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht an eins der letzten Videos, wo wir für den R32 Motor diese Bolzen hergestellt haben. Auch in der Limo kommen genau die gleichen Pro Series Bolzen zum Einsatz, diese 18.8. Und du machst auf die Unterseite immer kein Fett im Block. Nur Öl. Genau, nur Öl. Nur Öl. Mhm. Und Fett oben nur aufs obere Gewinde. Genau, die Paste. Beziehungsweise Paste. Direkt Fett nennen. Das ist ja ein Trockenschmierstoff. Okay. Hauptsache Schmier. Ja. Ich hatte gerade, weil deine Köpfe, sie wurden natürlich schon wieder öfters angezogen, das heißt, der Durchgang dort auf M11, ne, mhm, haben wir ja, der Durchgang ist schon wieder fast zu eng. Ich habe sie alle Bohrungen einmal gerieben, das habe ich eben noch gemacht, damit die Bolzen überhaupt dort reingehen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich, mhm, einzelne reindrücken. Also wenn wir irgendwann mal umrüsten auf M12, muss ich das ein bisschen mir bedenken, dass das nicht immer so klemmt, mhm, dass die Bohrung dort immer... Ein bisschen größer, ne? Genau. Und so. Ihr erinnert euch... Bei dem Polo haben wir von M10 auf M11 vergrößert, bei dem R30 Motor. Hier haben wir M11 sogar Serie schon. Genau. Allerdings die schlechtere Mutter zum Klemmen.
Wieso? Ach so, das zeigen wir euch gleich, weil hier arbeiten wir nicht mit einer Unterlegscheibe, sondern hier ist einfach die Auflagefläche von der Mutter sowas von klein. Mhm. Der R32-Kopf, hat der dann auch einen Metalleinsatz zum Klemmen, wo die Unterlegscheibe? Nein, hat er nicht. Ah, okay. Braucht ihr auch nicht, weil die Fläche ja groß ist. Groß genug ist, das heißt. Ja, bei den Dingern sind die Fläche so klein, dass wir den aus Stahl machen müssen und sozusagen nicht eine größere Fläche benutzen, sondern die Kraft einfach in einer Länge. Gucken, ob man das gefilmt kriegt. Hier unten drin, da wo der Bolzen jetzt steckt, da seht ihr komplett die ganze Fläche. Das ist wirklich kaum größer als M11. Jo. So, jetzt kannst du dir den Pinsel nehmen und die Muttern schon mal füllen. Das Gewinde dort kriegt es ab. Weißt du auswendig? Schlüsselweite? 6. Sechskant? Ja. 5? Gut, okay. Hier seht ihr nochmal Auflagefläche. Das sind diese RS4 oder 1.8T, hat das auch, Spezialmuttern. Die gesamte Auflagefläche ist einfach nur dieser Kragen. Was natürlich wirklich nicht viel ist, ne? Da seht ihr es, wie das hier. Das ist. Und das liegt jetzt einfach daran, dass wir die Köpfe mit 130 Newtonmeter anziehen. Das ist halt schon recht viel und dabei zerdrückt sich der ganze Kopf immer so ein bisschen. Genau, die Anlagefläche davon. Und ich hatte gerade nur eine 11er Reibale zur Hand. Und wenn der Bolzen außen 11 hat, dann ist das die sogenannte Schiebepassung, wo sich ja manche gesagt haben, das gibt es ja gar nicht. Ja, kann gut sein, dass es das so nicht richtig heißt, aber ich habe es so von meinem Vater gelernt. Der hat es 50 Jahre lang Schiebepassung genannt. So, jetzt das auch alles einpinseln? Nicht außen, innen. Ne? Gewinde. Ja, auch nicht der, wo der Schlüssel reinkommt. Da brauche ich auch kein Fett. Schon hier so, ich weiß noch letztes Mal. Ja, einmal schön voll füllen. Hast du mal einen Akkuschrauber genommen? Nein. Wo ist denn mein Akkuschrauber? Hier bin ich. Soll ich mit deinem Akkuschrauber? Hier hinten lassen, liegen lassen. Nee. Oh, hast du die alle noch dran? Was denn? Achso, dann habe ich schon zwei zu schnell reingesteckt jetzt. Ja. Ich dachte, du hast ja schon. Du sollst sie nur füllen. Außerdem die Anlagefläche muss genauso voll sein, passte. Ich glaube, das ist fast das erste Mal, dass wir die Köpfe 1:1 zugelassen haben. Ja. Weil die haben ja auch mittlerweile eigentlich sogar schon ein bisschen mehr gelaufen, ne? Die hatten ja den ganzen letzten Sommer schon. Den ganzen letzten Sommer und dann hatten wir ja nur Nockenwellen getauscht. Dafür hatten wir es ja nicht gemacht, ne? Also, gewidiert. Doch, jetzt haben wir gemacht, ich weiß noch nicht mehr was. Nee, ich weiß noch, wir haben nur Nockenwellen eingebaut. Das waren so die ersten Videos, die wir gemacht haben. Da haben wir für diesen Motor, habe ich in Isernhagen Motor ausgebaut und habe dir nur den Motor vorbeigebracht. Du hast aber nicht die Köpfe runtergenommen. Du hast quasi auf dem Motor das Ventilspiel gemacht. Die könnte sogar sein. Ja, ist so. So ein bisschen reizt es mich ja mittlerweile auch wieder zu fahren. So, du sagst, ich soll auf jeden Fall richtig mit Öl durchspülen, das Ganze, ne? Ja, du machst ein 20W50 mineralisches Oldtimeröl rein. Zum Einfahren, genau, unser Einfahröl. Dann fährst du, dann lässt den Motor 5 Minuten laufen und dann lässt das Öl ab und machst neues drauf. Weil in den Köpfen könnte noch Reste drin hängen, von der Bearbeitung immer ein bisschen Reste könnte sein. Also kann man das damit einmal gut spülen. Und dann fährst du noch einmal mit neuem 20W50 Öl ein. Ein paar Kilometer. Einfach hoch und runter, fertig. Na, wie viel fährst du dann immer so? Eine Tankfüllung, wobei. Ja, aber im Auto ist ja eine Tankfüllung nicht viel.
Nee, du sollst ja nicht Vollgas fahren. Normalerweise hatte ich schon immer so als Ziel, ich sag jetzt mal so 500 Kilometer. So, ne? Ja. Allerdings werden wir das diesmal, glaube ich, ein bisschen. Ich denke mal, ich werde dieses Mal so. Hast du die Kopfdichtung reingepackt? Ja, nee. Ist jetzt ohne für mehr Verdichtung. Oh nein. Dieses Mal denke ich mal eher so, weiß ich, so 200, 300 Kilometer, 3-4 Tage so ein bisschen. Ja. Und dann muss das gut sein. Ja, so. Das sind wir hier. Ich muss ein bisschen jetzt. Das sind ja die 130 Newtonmeter angesagt. Ne, das waren 120. Sag doch was. Habe ich wieder zu viel gebrabbelt, ne? Mist, wir lassen in einem durchziehen. Knack. Es hörte sich interessant an. Es hörte sich eher, als wenn du hier gegengeschlagen hast. Dann. Oh, ich habe eine Buchse gefunden. Wir machen erstmal weiter. So, unser Zusammenbau nähert sich dem Ende. Köpfe sind wieder drauf. Zahnriemen ist wieder drauf. Zahnriemen ist der alte auch, weil diese Gatesriemen braucht man nicht so oft erneuern. Und der sieht auch noch aus fast wie neu. Da ist der alt geblieben. Jetzt kommt das leidige Thema Nockenwelle einmessen. Ja. Das heißt, was machen wir? Wir messen die Nockenwelle ein. Und zwar Hub in OT. Aber in diesem Fall haben wir es einfach, weil wir die Nockenwellen ja drin gelassen haben. Die Kette blieb drauf, weil wir die Köpfe ja unangetastet gelassen haben. Mhm. Und so müssen wir nur die Auslasswelle einstellen. Mhm. Ist zwar auch schon eine Kackarbeit normalerweise, aber in dem Fall mit unseren verstellbaren Nockenwellenrädern ist es relativ einfach. An der Stelle nochmal vielen Dank an Guido für diese geilen Räder. Wir sind bis heute begeistert von dieser Funktion und was du da gebaut hast. Ja. So, okay, das heißt, wir messen jetzt einfach mal und gucken, wo wir stehen. Und wenn die Auslasswelle passend ist, ist die Einlasswelle automatisch auch passend, weil wir haben nichts geändert. So, was würdest du erwarten? Wie müssten sie theoretisch jetzt stehen? Weil wir haben ein bisschen anders, weil wir den Block ja geplant haben. Okay, und dadurch, dass der Riemen die gleiche Länge behält, verdreht sich die Nockenwelle so ein bisschen. Genau. Okay. Genau. Ja, dann gut. Block habe ich auf OT gedreht. Dieser Kolben ist oben und hier ist auch überschneidend. Das sind immer so die das gleiche Zylinder. Ich habe dann die Uhr genullt und jetzt drehe ich weiter und sehe, wie viel das Ventil noch schließt. Deswegen, hast du es scharf? Ja. Ich drehe weiter und knapp 0,4 mm Hub in OT. Eingestellt war 0,7 oder ja, 0,6? 0,7 ungefähr. Ja, das heißt, das hat sich ein bisschen verändert und das stellen wir jetzt ein. Mhm. Ist das jetzt mehr Leistungs- oder Drehmomentstück? Drehmoment. Drehmoment? Das ist die Drehmomentstellung. Okay, ja, dann stell auf. Ja, ja. Ich dachte, wir könnten uns ja die Arbeit jetzt sparen. So, jetzt ich weiß noch, früher sind wir sogar über 1 mm weit gefahren. Ne? Genau. 1 mm, 1 etwas, aber wir hatten ja auch ab und zu mal Ventilkontakt untereinander. Mhm. So, jetzt drehe ich einfach hier pauschal die Kurbelwelle zurück. Kurz überlegen, ja, so rum. Ich glaube, das war zu viel. Da muss ich auch immer überlegen, muss ich vorwärts drehen, muss ich rückwärts drehen. Bei der Auslasswelle vorwärts oder Einlasswelle rückwärts, um den gleichen Effekt zu haben. Mhm. So, jetzt wieder mal auf. Okay. Zurückgedreht haben wir schon. Nee, ne? Kommt noch nicht. So. So. Und hier auf 0 drehen. Oh, 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 wo will's hin? So. Und mal gucken. 0,7. Das wäre Leistungsstellung. Haha. Nee, wir drehen zurück, das ist zu viel.
Wollt ihr 0,7? 0,6 bis 0,7, aber 0,7 habe ich gut getroffen, finde ich. Ich mache nochmal die Messung. 0,6 bis 0,7. Ja, das ist ja, wenn ich jetzt nochmal messe, bezweifle ich, dass ich genau den gleichen Wert habe. Das Gute ist ja, dank unseren Videos kann man ja alles nachvollziehen. Guck mal, aber jetzt hier zum Beispiel sieht es ganz anders aus. Wieso auch immer. Oh, ja. Oh, das war zu viel. Okay, gut. Das ist zu viel. Das geht definitiv nicht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen, was wie bei einer Mofa drosseln auf 25. Die 4 Barstellung. Nein. Und jetzt, ja, jetzt könnt ihr mal gucken, wie viel ich nur drehe. Das habe ich gesagt, rechts rum oder links rum. Weiß keiner mehr, ne? Nee. Ich auch nicht. Nein, falsch rum. Nein. Mist, ich muss es weiter lösen. Ich kann die Nockenwelle so festhalten. Das wäre doch mal, wieso hast du nicht gemacht? Das wäre auf jeden Fall eine Hilfe gewesen. Weil du nichts gesagt hast. Das war zu viel. Jetzt hast du das. Also ich habe gar nicht, ich habe es nur gehalten. Ja. Aber. So. Das müssen wir auf jeden Fall gleich machen. Wenn wir nochmal einstellen, weil gerade war es durchs ganze Langloch, ist es geschossen. Gut. Da sind die Räder auf jeden Fall schon praktisch, ne? Ja. Welchen Wert wünschen wir denn? 0,65. Okay. Dann habe ich es genau dazwischen. Und 0,9, das war immer noch zu wenig. Gut, jetzt halt mal bitte fest. Diesmal halte ich fest. Oh, siehst du, hat nicht richtig festgehalten, habt ihr es gesehen? Doch, das Problem ist der Ständer in dem. Also der Motor in dem Ständer wackelt immer so. Jetzt könnte man das Ding noch verbessern, indem man eine Gradskalierung da drauf lasert. Ja. Das wäre ja was. So, gut, kannst du loslassen. So, kannst du mal. Gut. 0,7, genauso wie am Anfang hatten wir. Ich messe gleich noch einmal als Kontrolle. Krass, ne? Guck mal, ja, wie der Unterschied da ist. Und 0,75. Theoretisch müssen wir noch ein ganz klein bisschen zurückdrehen. Darf ich einen Tipp geben? Ja. Lass uns den mal jetzt erst auf OT drehen. Ja. Und dann verdrehe ich leicht die Nockenwelle. Könnte vielleicht funktionieren. Sahara-Trick. So, das ist jetzt OT. Mhm. Ich drehe jetzt auf 0. So, jetzt ein Zehntel rausdrehen. In welche Richtung? Nach da. Was ist früher oder später? Ob das früher oder später ist? Ja. Boah, da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Auslasswelle, weniger Hub um T, da sie gerade schließt, früher. Genau. Und dazu muss man sie wie drehen? Vorwärts oder rückwärts? Uhrzeigersinn. Das Problem ist, warte mal. Nee, rückwärts. Ich glaube, das haut nicht hin. Guck mal. Ja, ich weiß, müssen wir gleich, aber ich muss erst mit dem Schlüssel einmal drauf. Deine Funktion, deine Version ist theoretisch richtig, aber ich glaube nicht, dass wir sie praktisch hinbekommen. Ich glaube schon. Wir haben es immer anders gemacht. Wir haben es noch nie gemacht. So noch nie gemacht? Mit dem Rad nicht. So. Ja, jetzt kannst du. Du musst jetzt die Kurbel logischerweise festhalten, sonst riecht die Kurbel gleich mit. Ja. Das war zu viel, ne?
Theoretisch ja, möglich. Praktisch mit den Federn. Der springt immer über die... Ich weiß. Ich weiß, deswegen, meinst du jetzt? Ja. Sieht gut aus. Deswegen wäre eine, ich glaube, auf einer Grad-Skala wäre das ein Grad maximal gewesen, was wir gerade verstellt haben. Und trotzdem macht nicht, das nicht mal, so viel aus. Ja, so viel ein Zehntel, ne? Deswegen... Oh Gott, wo wir jetzt sind. Boah, 0,65, ja. Siehst du, ich habe das, bin doch, ich hab das nämlich doch schon ein paar Mal selber gemacht in Hannover. Das, ne? Freut mich, und kann ich nicht bald in Rente gehen. Ganz, ich habe das nämlich immer so rumgemacht. Super, auf jeden Fall. Dann macht die andere Seite auch so. So, okay. Ja. Wir machen jetzt noch die andere Seite. Dann kommen noch Ventildeckel drauf, ein paar Kleinigkeiten. Wir bauen den Motor zusammen. Es geht nach Hannover, der Motor wird eingebaut und wir melden uns, sobald das Auto wieder läuft. Danke fürs Zuschauen. Tschö. Bis zum nächsten Mal.